Die Universitätsstadt Würzburg. Zentrum idyllischen Lebens. Ein Ort so einmalig, Repräsentant unglaublichen Artenreichtums. Lebensraum unzähliger Spezies. Der Mensch war es, der dieses Habitat hauptsächlich prägte. Doch heute richten wir den Blick auf ein anderes beeindruckendes Mitglied der Nahrungskette. Die Gattung des Einwegbechers lässt sich in ganz Würzburg finden. Unsere Spurensuche beginnt frühmorgens in einem Café. Diese können als Geburtsstätten der Art verstanden werden. Schon in den ersten Lebensaugenblicken wird der Becher in seine naturgegebene Aufgabe eingeführt. Nach der Schockstarre durch die Konfrontation mit unsäglicher Hitze tritt das Geschöpf seine weite Reise an. In die Welt voller Gefahr, unwissend, was ihn erwartet. Zunächst, noch geborgen in den warmen Händen der Menschen, wandeln sie durch das Dickicht des Großstadtdschungels. Doch diese harmonische Symbiose mutiert unerwartet schnell in eine Feindseligkeit. Und dieser Becher ist kein Einzelfall. Die Mehrheit dieser Individuen findet sich nach dem kurzen Moment des Ruhmes in einer unvergleichlichen Situation voller Schande wieder. Verwundet, gedemütigt, gebrochen liegen sie auf dem nackten Boden. Und die, die nicht auf dem Grund landen, treffen im Müll erstmals auf ihresgleichen. Doch selbst die Abfalleimer, die zunächst wie ideale Paarungsstätten scheinen, erinnern eher an Lazarette. Die Stadt bietet nicht länger Geborgenheit, es gilt das Recht des Stärkeren und das Überleben wird zum teuflischen Wettbewerb. Weder beachtet noch gefährdet durch Arten wie die heimische Stadttaube oder den allseits bekannten Leinenhund, vegetieren die Becher vor sich hin. Nur der Mensch in seiner eingeschränkten Wahrnehmung gibt der einst so majestätischen Art schließlich den letzten Rest. Die Spezies, die selbst eine kürzere Lebensspanne als die weit verbreitete Eintagsfliege hat, steht jedoch nicht durch das Verschulden des Homo sapiens auf der roten Liste der Artenvielfalt. Grund ist die eigene Unfähigkeit zur Fortpflanzung. Sie zwang Wissenschaftler in den letzten Jahren zur künstlichen Erhaltung des Einwegbechers. Doch die Anstrengungen nahmen Überhand. Und so kam es zu dem Entschluss, die Art sich selbst zu überlassen und die Vermehrung im Labor einzustellen. Niemand kann die Zukunft vorhersehen, doch Forscher entdeckten bereits eine neue Art, die sich in die entstehende ökologische Nische nahezu perfekt einfügen könnte. Wir behalten den Einwegbecher in Erinnerung, er hat uns treu gedient. Doch nun ist es an der Zeit, sich zu verabschieden und einen neuen Schritt in die Zukunft zu wagen. Mit Freude begrüßen wir den Mehrwegbecher.